Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Police Simulator. Ja, wir haben 29 von 30 Sternen. Es fehlt nicht mehr allzu viel. Ich kann gar nicht gucken, sehe ich gerade, wie viel mir noch... Doch, da. 6400. Ist noch eine Menge, werden wir aber noch fertig machen. Und ich gucke gerade. Ja. Ja. Ich glaube, ich denke mal, ich werde jetzt hier hingehen. Ich komme da auch noch hin zum... Oder soll ich nochmal einen Park abchecken? Abend. Nee, ich war letztes Mal auch abends da. Nee, wir machen das hier. Einen Park nehme ich nächstes Mal morgens. Und wenn er rot ist. Was mal wunderschön der Anfang, ne? Diese Luftballons, die sie mir hier in den Tisch reingekloppt haben, ne? Verdammt nochmal, also wirklich. Da auch. Och, jetzt essen sie alle zusammen. Gleichzeitig. Oh, die trinken sogar zusammen. Ah ne, ein bisschen versetzt. Jetzt komm, alle mal reinhauen. Jawohl, ich merk's doch. Jawohl, so geht das. Wunderbar. Und ich krieg kein Kuchenstück. Hi, grüß Sie, hallo, hallo. Was hast du in der Hand? Ach, natürlich, was frage ich da überhaupt? Die kommt aus dem Mülleimer raus. Die weiß nicht, wie die Tür aufgeht. Hier läuft's, es läuft einfach. Gut, fangen wir mal an. Gucken mal, da vorne haben wir schon mal einen Falschparker. Der schleicht ziemlich. So. Hey, Officer. Grüß, hey. Hey, grüß dich. Hallo, zurück. Ne? Zurück, hallo. Ach ja. So, einen Strafzettel aufgrund von... Wie war das denn nochmal? Auf dem Bürgersteig, ne? Müsste das sein, oder? Ich teste. Habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Frank mit seinen blonden Haaren. War falsch. Hä? Was wäre es denn? Halteverbot, ne? Ja, Halteverbot ist es. Okay, hier wunderbar. Muss ein Wagen abgeschleppt werden. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Bürgersteig wäre, wenn er... Wie wäre das denn? Alle Abschleppwagen sind derzeit im Einsatz. Wir schicken einen so schnell wie möglich an ihren Standort. So schnell wie möglich. Gut, wunderbar. So, einmal Halteverbot. Wir haben eine Verkehrskontrolle, die besetzt werden muss. Mal Verkehrskontrolle machen? Nee, komm, ich warte auf einen Unfall. Hier muss ein Wagen abgeschleppt werden. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen Dealer. Aktuellen Standort schicken? Bist du ein Dealer? Die verdächtige Person flieht. Was hat die verdächtige Person gemacht? Sie brauchen zu lange, um dort anzukommen. Gekauft? Dann hat sie verkauft. Renn, Frank. Ach, der rennt schon. Hä, bin ich blöd? Oh, ich spiele zu viele andere Spiele zwischenzeitlich, ne? Ich vergesse immer, wie das damit im Laufen geht, aber anscheinend rennt der schon. Frank, du musst was sagen. Was macht sie da? Hände hoch! Ja, 10 Punkte. Nicht bewegen, verstanden? Nochmal 10 Punkte. Nicht bewegen, verstanden? Hände hoch! Keine Bewegung, Hände hoch! Okay, wir müssen schießen. Nix, Geldbeutel. Keine Bewegung, zeigen Sie mir Ihre Hände. Rufen Sie die Polizei, man hat meine Geldbörse geklaut. Oh, warum immer jedes Mal neben diesen Leuten? Was hat die gemacht? Hier ist 4562. Ich suche nach der Ihren verdächtigen Ausweis, Person. Bitte. Wir haben hier eine Drogendealerin. Das ist doch ein gefälschter, Hilfe! Oder? Dieb! Nee, ist doch richtig. Ja, wunderbar. So, bitteschön. Kannst du wieder haben. Wir durchsuchen sie jetzt einmal. Nee, weißt du was? Ich leg dich direkt in Handschellen. Kann sie ja danach auch noch durchsuchen, ne? Nee, komm, wir durchsuchen die einmal. Die macht mich ganz bekloppt da hinten, nee. Dieb, bitte, haltet ihn! Wenn du jetzt abhaust, ne? Auch noch Faxen hier machst. Nein! Oh, nein! Dieb hat gerade meine Geldbörse. Nein! Nicht bewegen! Für eine Verkehrskontrolle. Können Sie das übernehmen? Nein, was wollen die jetzt alle von mir? Was ist mit ihm? So, jetzt reicht's mir. Die rennt jetzt auch. Sag mir nicht, der wurde auch jetzt hier beklaut.
weißes Pulver, zack, Betäubungsmittel, Besitz von, nee, Verkauf, Verkauf von Betäubungsmitteln. Der Grund, weshalb sie festgehalten werden, ist der Verkauf von Betäubungsmitteln. Bitte, tun Sie das nicht. So, Gefangenen. Ich brauche Verstärkung, um meine Person festzunehmen. Aber was wollt ihr alle von mir? Geht doch weg. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Wunderbar. Finde ich gut. So, bitteschön. Warte mal. Du kriegst jetzt auch was von Nein! mir. Ja, na, oh mein nee. Geldbeutel! Oh. Bitteschön. Es war diesmal nicht möglich, Ihre gestohlene Geldbörse wiederzubeschaffen. Alles klar. Hier ist Ihr Bericht. Vielen Dank für nichts, Officer. Kein Problem. Schönen Tag noch. Ne? Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. So, damit du auch mal endlich die Klappe hältst. Holy shit, ey. Ach, oh, guck mal, ein neuer Wagen? Nee. Moin, Meister. Grüß dich. Aussteigen einmal, ja? Ey, Partner. Ich werde Partner. Die verdächtige Person ich muss direkt bitten, in Haft zu kooperieren und mich 100. zum Streifenwagen zu begleiten. Oh, Mann. Die kommen dann echt alle auf einmal, ne? Das ist unglaublich. Unfassbar ist das. So, da haben wir noch einen kompletten bekloppten Parker. Aber denke egal. Ich warte auf den Auftrag. Und auf solche Verbrecher warte ich richtig gerne, ne? So, festhalten. Ich halte sie an, weil sie Müll auf den Boden geworfen haben. Und dann noch so frech. Kommt nicht wieder vor. Da, das ist das mit dem auf dem Bürgersteig parken. Ich muss Sie wegen Umweltverschmutzung mit einem 25 $ Bußgeld machen. Brauchen Unterstützung. Wer ist verfügbar? Ich übernehme. Warum ist das so teuer? In Ordnung, Sie können weiterfahren. Du kannst ruhig bleiben. Was geht denn ab? Was ist denn hier los? Der hat rote Haare. Was gab es denn da jetzt noch alles? Irgendwie muss ich gleich mal gucken nochmal. Ja, nee, sonst gebe ich gleich noch einen Strafzettel. Das wäre nicht so gut. Ich habe ja einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Warte, mach. So, das wäre nämlich auf dem Bürgersteig. Negativ. Ihr Standort ist derzeit nicht erreichbar. Aber den darf ich dann auch nicht abschleppen, glaube ich. Und der steht hier zum Beispiel viel zu nah. Ich muss die gesuchte Person finden, ne? Der steht zum Beispiel viel zu nah an einem Fußgängerüberweg, wäre das. Straßenreinigung. Ach, das Schild mit der Straßenreinigung, ja. So, und den dürfte ich nämlich ich dann noch abschleppen lassen. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. So, und jetzt muss ich die verdächtige Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Person einmal finden. Da muss ich in die Richtung. Ihr Standort ist schwer zu erreichen. Wir können nicht sofort kommen, aber Hallo, wir kümmern Officer. Uns innerhalb ah, von 24 Stunden drum. So, was haben wir denn? Ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Jeans und blonde Härchen, ne? Das ist rot, mein Freund. Ich habe Sie angehalten, weil Sie unerlaubt über die Straße gegangen sind. Ich darf das, mein Freund. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube das schon. Und deswegen bekommst du auch eine mündliche Verwarnung. Ich belasse es bei einer mündlichen Verwarnung. Oh ja. Was für eine Erleichterung. Danke, Officer. Kein Problem. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Einen schönen Tag noch. Ja. 15. Gibt mehr als irgendwelche Autos aufzuschreiben. Alter, können was das mir bitte ist weiterhelfen, Officer? Oh nee, schnell weg. Schnell weg. So, wir müssten jetzt da sein, ne? Ist doch richtig, ne? Ja, wir sind jetzt in dem... Warte mal. Ich bin die Person, ne? Das Ding. So stressig hier. Der Frank, der braucht unbedingt Urlaub. Ich merke das schon. So, schwarz, schwarz. Ganz schwarz. Die Person ist betrunken, die ist rot. So. Das heißt, da sind wir schon mal komplett falsch. Könnten mal in den Park rein. Nee, wir kommen gar nicht in den Park rein. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Es kann natürlich auch sein, das ist manchmal ganz blöd gemacht, dass die Person hier rauskommt. Oder aber auch hier reingeht. Das wäre natürlich nicht förderlich. Vor allem geht der Bereich noch sogar bis da rein. Ne? Eigentlich bin ich hier schon raus. Ja, wir haben sie. Frank! Halt! Hände hoch! Erschießen Sie mich nicht, bitte! Okay, ich erschieße dich nicht, mein Freund. Ihren Ausweis, bitte. Der ist stockbetrunken. Klar. Bitte sehr, Officer. Dankeschön.
Offenen Haftbefehl, Waffenschein, nein. Wunderbar, okay. Normalerweise müsste ich Ihnen jetzt eine Verkehrsanweisung geben, dass er auf den Bürgersteig geht, aber das wird nicht funktionieren. Offener Haftbefehl. Sie sind festgenommen. Gegen Sie liegt ein offener Haftbefehl vor. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Nein, bitte nicht, Officer. Aber bevor du das machst, taste ich dich noch einmal ab. Ich brauche Punkte, verstehst du? Punkte brauche ich. Punkte, Punkte, Punkte. Oh, Kaugummi und ein Brief, okay, ich wunderbar. Ich brauche Verstärkung, um meine Person festzunehmen. Wer da steht? Verstanden, ich schicke die nächstgelegene Einheit an Ihren Standort. Alles gut? Nee, ne? Ich merke das. Okay, wunderbar, haben wir erledigt, haben wir geklärt. Guck mal hier, zu nah am Hydranten. Ja, ich weiß, Feuerhydrant. Ich weiß nicht, warum er mir das jedes Mal erzählt. So, so, was haben wir denn? Taxi-Haltezone, Rettungszufahrt? Die habe ich noch nirgendwo, glaube ich, gesehen. Und normalerweise müsste ich den hier auch abschleppen lassen, weil das wäre eine Gefahr. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Ach, guck mal, Parkuhr habe ich schon lange nicht mehr gemacht, ne? Ist Post. Ein Abschleppwagen wird in Kürze eintreffen. Quatsch. Nächster. Oh, guck mal, hier eine ganze Reihe. Was ist denn mit euch? Quatsch. Nächster. Ach, und warte mal. Und warte, der kriegt noch einen guten drauf. Hier, pass mal auf. Der kriegt nämlich noch Position und Ausrichtung auf dem Bürgersteig. Natürlich. Und die Fahrtrichtung muss man auch noch beachten. Und es kann natürlich sein, dass der auch noch abgelaufen ist. Das ist jetzt der letzte Wagen. Zulassungsstatus ist ungültig. Das heißt, der ist abgelaufen. 2.20. Wir haben 2.20. Aber das steht nicht wann, ne? Ich glaube, der ist abgelaufen. Ich teste mal. Müsste aber richtig sein. Ja, wunderbar. Der hat alles richtig gemacht. Außer vielleicht abgelaufen. Aber das soll nicht mein Problem sein. Ich wollte schon sagen, was ist mit ihm? Vandalismus! Vandalismus! Ich halte Sie wegen Graffiti. Officer für Verkehrskontrolle angefordert. Ich bin kümmere mich um eine andere Angelegenheit. Und damit verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Naja, das kannst du auch gerne machen, aber nicht an dieser Wand. Sie bekommen einen Strafzettel wegen Anbringens von Graffiti an diesem Gebäude. Das macht bis zu 1000 Dollar. Boah. So viel Geld habe ich nicht. Oh gut, schönen Tag. Schönen noch. Tag. Ach, ich hätte Ausweis auch noch fragen sollen. Naja. Ja, jetzt kann ich nicht mehr, sonst gibt's Ärger, glaube ich. Das ist Ihr Auto? 21. Mal, haben wir aber gut geschafft jetzt momentan, ne? Also was wir alles jetzt schon hier erledigt haben, das ist ja insane, ist das. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Also das ist ja jetzt wirklich insane, was wir hier schon alles jetzt geschafft haben. Es gibt einen Stau in Ihrer Nähe. Du bist ein Stau, also wirklich. Wird an Ihren Standort geschickt, sobald die Strecke wieder frei ist. Du bist so das Letzte. Ein Stau, sagt er. Was ist mit dir, mein Freund hier? Was ist mit dir? Ein Stau ist das nicht. Die kommen nur hier nicht drauf. Das ist das Problem. Hier muss ein Wagen abgeschleppt werden. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ich glaube, hier war ich schon, in dem Bereich. Mal gucken wir mal, was die hier alle hier zu verbergen haben. Alle Abschleppwagen sind derzeit im Einsatz. Wir schicken einen so schnell wie möglich an ihren Standort. Was? Wo? Was hat die denn gemacht? Hallo? Das ist hey! Geldbörse, Hilfe, bitte! Geldbörse, okay. Nicht bewegen! Ja, das war zu schnell, das war zu schnell. Entschuldigung, tut mir leid. Einmal aufstehen. Ausweis. Würden Sie mir bitte Ihren Ausweis zeigen? Ja, natürlich, Officer. Gut. Er hat die Geldbörse noch in der Hand. Er hat die einfach noch in der Hand. So, abtasten einmal, mein Freund, ne? Wenn du abhaust, schieße ich. Scharf. Ich kümmere mich gerade um ein anderes Problem. Okay, gestohlene Geldbörse. Das heißt, wir nehmen dich fest aufgrund von Tatort, Brieftaschendiebstahl. Ich verhafte Sie wegen Diebstahls. Und weg mit dir. Ich musste das einfach tun. Ich habe mich nicht unter Kontrolle. Ach, bist du kleptomanisch veranlagt?
Da kann ich dir auch leider nicht helfen. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. So, wo ist die Frau? Da. Die nicht zu überhören. So, Ma'am. Ma'am, hier, einmal bitte. Hier bei der Front. Ich konnte sie diesmal wieder beschaffen. Sie haben mir den Tag gerettet, Officer. Und einmal den Bericht. Hier ist Ihr Bericht. Ich weiß nicht, ob ich von ihr auch noch den Ausweis brauche. So, laufen lassen. Schönen Tag noch. Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. 40 gibt's das nur. Es gibt nur 40? Ihre Schicht ist um, Officer. Jo, Tatsache. Das ist ja voll uninteressant dann. 500 Pünktchen habe ich nur gemacht. Aber einiges minus 20, weil ich ihn getasert habe, den armen Typen. Ja, da. Elektroschockpistole. Minus 20. Hätte sie den ganzen Auftrag sparen können. Holy shit. Das tut weh. Da war ich aber auch einfach mit dem Finger war ich zu schnell, weißt du? Das war, also... Huch. Das war so stehen bleibt. Schon geschossen. Na, ich sehe euch. Oh oh. Oh oh. Muss auch aufpassen, wenn ich hier rüberlaufe, ne? Oh Mann. Aber viel mehr los, ne? Also wirklich viel, viel mehr los. Die Straßen sind voll, auch abends. Voll mit Besoffenen, wenn man sich das mal hier anguckt. Der da vorne. Die läuft auch nicht ganz gerade. Und die chillen hier einfach immer am Revier. Auf dem Stück Rasen. Ach ja, geil. Extra so viele Füße gemacht, ne? Das. Oh, wie ein Teppich. So, ich bin wieder da. Einen schönen Feierabend. Kollegen stehen hier immer noch und essen. Guck mal, und ich war auf eine ganze Schicht. Ja, ich habe die Welt gerettet, die Stadt gerettet. Und ihr esst hier Kuchen und trinkt Kaffee? Und der ist noch so blau? Ach so, der ist blau, ne? Wo gibt's den Kuchen Entschuldigen überhaupt? Entschuldigen Sie, Officer, ich brauche Ihre Hilfe, bitte. Ja, ich habe keine Zeit. Fragen Sie einen Kollegen hier, der Kuchen futtert. Die haben nämlich alle Kuchen und ich kriege kein Stück ab. Da ist der Kuchen. Entschuldigen Sie, Officer, ich brauche Ihre Hilfe, bitte. Gib mir den Kuchen. Ich will auch ein Stück Kuchen. Wo habt ihr den Kuchen versteckt? Officer, ich brauche Unterstützung. Könnten hier gibt's keinen Kuchen. Helfen? Aber einen Donut, einen Riesendonut. Ein verdammter Riesendonut. Okay, gut. Das war's. Officer, könnten Sie mir bitte helfen? Nee, ich kann gar nichts machen hier. Ich hab hier Schluss. Die minus 20, die tun echt weh. Hallo, Officer. Können Sie mir bitte helfen? Nein. Lass mich in Ruhe. Ich bin gar nicht mehr da. Was soll das? Hey, Officer. Nee, nix, hey. Oh Mann, ey. Wo sind denn die Minuspunkte jetzt? Da Verhaltenspunkte gesamt minus 25. Werden die hier nicht mehr aufgelistet? Grüßen. Plus 2. Ist immer noch am besten. Ah, Details ansehen. Ah. Ja, aber ich suche gerade. 15. Ich sehe hier nirgendwo... Ach, hier, die stehen vorne, die Minuspunkte. Ja, unrechtmäßig Elektroschockpistole entladen. Ja, schuldig. Im Sinne der Anklage. Gut, das war's mit der Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.